Ei, gute wie zu Helldragon LP. Ich begrüße euch zu meinem nächsten Play-Review und ja, ich gehe nicht weg. Ich mache einfach weiter. Scheiß auf EA Sports, sollen sie sich mit meinen 20 Millionen und was ich alles noch auf dem Account hatte, sollen sie glücklich werden, sollen sich einen runterholen. Wir schaffen das gemeinsam irgendwie weiterzumachen. Zu meinem nächsten Play-Review von Gustavo Canales in Form, ein Silberspieler aus der Camp Petrobras Liga. Er ist Chilene, hat Hoch-Medium-Arbeitsraten, was natürlich perfekt ist für einen Stürmer. 3-3, also Weak Foot und Skill-Moves. Bei ihm sticht heraus, dass er einen sehr hohen Stärkewert hat. Sein Finishing für einen Silberspieler ist natürlich super. Auch Volley und Longshot, also alles, was ein Stürmer eigentlich so wirklich braucht, ist hervorragend. Zudem mit 1,88 Meter hat er auch eine, zumindest auf der Karte, eine relativ schnelle Beschleunigung und einen guten Sprint-Speed mit jeweils 85. Wie fange ich aber an? Ich fange wie immer mit dem Schlechten an und das ist schlicht und einfach, er ist kein richtiger Stürmer für mich. Und zwar liegt das daran, dass er seine Chancen nicht reinmacht. Und das ist für mich kann ein Stürmer langsam sein. Für mich kann ein Stürmer ein bisschen unbeweglich sein. Für mich kann ein Stürmer von mir aus nicht dribbeln können. Was aber ein Stürmer für mich braucht, ist, dass er einfach die Hütte trifft. Und besonders, wenn er allein auf den Torwart zuläuft, beziehungsweise auch mal die Unmöglichen quasi halt einfach reinmacht. Und gerade besonders von einem Innenverteidiger. Und das kann Gustavo Canales einfach schlicht und einfach nicht. Er ist einfach schlecht vor dem Tor. Es tut mir furchtbar leid. Das 83er Finishing habe ich nichts von gemerkt. Seine 82 Longshots habe ich nichts von gemerkt. Und er ist eine reine Katastrophe für mich gewesen. Ihr seht es auch im Hintergrund. Es ist definitiv belegt mit Bildern. Und ein Stürmer, der halt die Tüte für mich nicht trifft, ist für mich nicht zu gebrauchen. Ganz schlicht und einfach. Jakunan, einer meiner Lieblingsstürmer aus FIFA, das werden ja die einigen, ein oder andere wird es ja wissen, hat, wenn ich mich nicht komplett täusche, auch ein 83er Finishing. Und bei wem kannst du schießen, von wo du willst, der kommt zumindest mal aufs Tor und ist relativ gefährlich. Und er macht auch die 1:1 Situation rein. Er macht's einfach nicht. Hier kommt sein erstes Tor und, oh Überraschung, es ist ein Elfmeter. Den macht dann halt auch ein Nicht-Inform-Spieler rein, dafür brauche ich keinen Inform-Spieler. Und das ist auf jeden Fall sein absolutes Minus von dem Review. Einfach sein Abschluss, sein Schuss im Kompletten war für mich eine reine Katastrophe. Was gibt es noch zu ihm sagen? Also was bei ihm inzwischen noch heraussticht, ist seine Geschwindigkeit. Er hat 84 auch auf der Karte stehen. Dazu hat 85 Beschleunigung und 85 Endgeschwindigkeit. Und übrigens hier das einzigste Tor, was er wirklich erzielt hat, war schon schön gemacht. 85 Beschleunigung, 85 Endgeschwindigkeit und da muss ich einfach sagen, das ist gelogen. Also er ist relativ langsam, er kommt mir eher vor wie 77, 78 würde ich es vielleicht bewerten. Also er ist wirklich nicht schnell. Beweglichkeit hat er nur 62 auf der Karte, das stimmt auch. Er ist sehr unbeweglich, er fühlt sich halt an wie dieser obligatorische Panzer. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Wahrscheinlich ist er deswegen auch, fühlt er sich auch etwas langsamer an. Was mich bei ihm sehr überrascht hat, sind seine Flanken. Da hat er ein paar geschlagen, die sind wirklich relativ gut gekommen. Mit Vargas hat er natürlich einen Stürmer gehabt, der nicht gerade unbedingt kopfballstark ist. Aber er hat auch 83 Curve. Und da kann man schon erwarten, dass er zum Beispiel einen Finesse-Shot dann mal reinmacht. Und das ist einfach nicht der Fall gewesen. Hier war ein Geschenk von Vargas, dass er wenigstens noch ein weiteres Tor erzielt. Das war es dann auch jetzt auch schon gewesen mit seinen Toren. Also wirklich nicht herausragend. Was kann man ihm noch als Plus da lassen? Sein Kopfballspiel. Ihr wisst, dass ich leider immer noch das Problem habe, dass ich nicht wirklich so der Flankenkönig bin und dementsprechend selten über Flanken gehe. Aber er hat für mich auch im Mittelfeld, also wenn der Torhüter abgeschlagen hat, häufig die Kopfbälle gewonnen. Wovon ich dann einfach mal draus schließe, dass wir Leute, die halt Flanken beherrschen, mit ihm Spaß haben werden, da er dann halt wahrscheinlich auch die Kopfbälle sehr gut reinsetzt. Er hat in 4 Spielen 3 Tore erzielt, aber wie gesagt, davon war eines der Elfmeter. Und das andere quasi das Geschenk von Vargas. 150.000 habe ich für ihn gestern bezahlt. Ich hoffe, dass ich damit wenigstens ein bisschen Plus mache für den Account, wo jetzt nicht so viele Coins drauf liegen. Und zum Abschluss Plus habe ich ihm gegeben, halt die Flanken und Kopfball. Flanken braucht jetzt Stürmer nicht unbedingt, aber ich wusste nicht, was ich ihm sonst positiv ankreiden sollte. Auf jeden Fall, sein Abschluss ist eine reine Katastrophe, deswegen ist er für mich kein Stürmer. Er ist langsamer wie auf der Karte, beweglich mit Panzer und dank seiner Balance bringt ihm halt auch die große Stärke nichts, denn er liegt dann trotzdem relativ schnell auf der Nase. Kleiner Abschluss dann noch zu dem Video. Ihr habt gesehen, ich habe diesmal nur 4 Spiele gemacht, weil es mir einfach gereicht hat. Ihr seht, es ist genug Material zusammengekommen.
Und nochmal an euch, vielen, vielen Dank für die Unterstützung jetzt direkt nach dem Vorfall mit EA Sports. Das hat mich sehr motiviert, auf jeden Fall jetzt auch weiterhin einfach weiterzumachen und nicht sich da lange zu verstecken. Ich hatte, um es kurz umzumachen, ich hatte über 20 Millionen Coins auf dem Account liegen gehabt, aber ich habe mir weiterhin und hatte halt auch die ganzen Spieler noch, Ibrahimovic und so weiter und so fort. Ich habe mir nichts vorzuwerfen, ich habe lediglich diese App benutzt. Wenn das halt eine Straftat ist, in Anführungsstrichen halt eine Straftat ist, von EA Sports oder gegen Nutzungsbedingungen verschlägt und ich deswegen gebannt werde, dann soll es so sein. Wir werden zusammen, denke ich, irgendeine Lösung finden, dass wir den Kanal aufrechterhalten und ich mache einfach meine Reviews weiter. Ich habe einen Account noch gefunden, das war ein privates Pack Road to Glory, was ich mal angefangen hatte. Da habe ich mir 300.000 oder 350.000 Coins drauf getan gehabt, das habe ich vergessen. Und jetzt beim Durchschauen, weil ich halt meine letzten Coins zusammenkratzen wollte für den Account hier, habe ich die halt gefunden, deswegen konnte ich das Kanal es mir auch kaufen. Muss ja nicht immer das Hyper-Duper-Team sein, einfach die kleinen Teams und dann einfach den Star in der Mitte. Und dann kann ich hier auch wenigstens meine Player Reviews weitermachen und vielleicht fange ich auch eine Road to Glory an, weil jetzt doch ja einige dann gesagt hatten, das wäre eventuell interessant. Ja, das erstmal dazu. Ich werde weitermachen und jetzt folgt im Anschluss ein Tor des Reviews. Das Tor ist nicht von diesem Review, sondern ich hatte ein Review angefangen von einem Bronzespieler namens Mjelde. Den hatte mir Lefab empfohlen und Lefab hat mir dieses Team gebaut und sein Partner im Mittelfeld war Landu und der hat ein wunderschönes Tor erzielt und dann, ja, schaut es euch an und mir bleibt nicht mehr wie immer zu sagen, macht's gut und ciao, ciao und vielen, vielen Dank für die vielen Kommentare. Ciao. Schöner Zweikampf, Ballbesitz. Weiter Pass auf Hulk. Jetzt ist hier Spannung drin. Jetzt ist alles wieder offen. Den hat er aber wirklich reingezimmert von da draußen. Unglaublich, wie sie ihn da machen lassen, als wüssten sie nicht, dass er aus der